Herzlich willkommen. Ich bin Andreas Gruber und ich bin verantwortlich in der ÖAB im Managementteam für die Bereiche Projektentwicklung und Beratung. Und heute schauen wir uns ein paar Sachen aus dem Wirkungsbericht an, 2022 bis 2023. Die Highlights. ...470 sind die Mitarbeitenden, die in der ÖAB im Pflegebereich tätig sind. Nicht nur in den stationären Einrichtungen, sondern die ÖAB hat ja auch zum Beispiel eine mobile Hauskrankenpflege. Und hier wird tagtäglich von diesen 470 Mitarbeitenden ganz fantastische Arbeit für Österreichs Seniorinnen und Schutzbedürftige geleistet. 700 ist die Anzahl der Personen, die wir year over year, also über das ganze Jahr hinweg, betreuen, pflegen, begleiten dürfen. Das sind 700 Menschen, die schutzbedürftig sind, pflegebedürftig sind, die die ÖAB als Zuhause haben, Einrichtungen der ÖAB als Zuhause haben und die hier eine gute Zeit im Alter verbringen. Welchen Meilenstein gab es im März 2023, ist die Frage. Da fällt mir einer ein. Und zwar hat die ÖAB die Waldpension in Hocheck in Niederösterreich übernommen und betreibt sie seitdem. Die Waldpension im Luftkurort Hocheck ist ein unglaublich schönes Platzerl, bietet betreutes Wohnen plus an und auch eine stationäre Pflege und bietet in unvergleichlicher Naturlage ein wunderbares Zuhause für fitte Seniorinnen, die vor allem auf der Suche nach Gemeinschaft, täglichen Aktivitäten und einem rundum sorglos Paket sind. Die ÖAB ist eine sehr innovative und mutige Organisation und scheut sich überhaupt nicht davor, verschiedenste neue Technologien auch auszuprobieren. Gerade jetzt zum Beispiel sind die VR-Brillen, die Virtual Reality-Brillen im ÖAB-Pflegewohnhaus Neumargareten im Einsatz, die den Seniorinnen ermöglichen, mit Virtual Reality neue Orte oder Orte, an denen sie vielleicht früher auch schon mal waren, wieder zu besuchen und zu erleben. Das habe ich selber ausprobiert und das ist total spannend. Das ist etwas Tolles, dass man sagt, ja, auch in einem Bereich, der an sich jetzt vielleicht nicht als sonderlich innovativ gilt, die ÖAB macht einfach und die ÖAB geht voran und scheut sich nicht davor, Sachen auszuprobieren. Salzburg, mein Herzensprojekt. Es wird das neue ÖAB-Pflegewohnhaus Salzburg Wohlfühlen im Park entstehen. Und das war von allen Beteiligten, die in der ÖAB hier mitgewirkt haben, wahnsinnig viel Arbeit. Und jetzt ist es umso schöner, dass wir uns mittlerweile im Bau befinden. Ende des heurigen Jahres werden wir die gleichen Feier feiern dürfen und Ende nächsten Jahres wird der Neubau auch schon bezogen. Und dann werden 58 neue, hochmoderne, auf pflegewissenschaftlichen Standards errichtete Zimmer den Bewohnerinnen zur Verfügung stehen. Aber dann ist es noch nicht vorbei, denn dann wird das Bestandsgebäude saniert und aufgestockt. Und schlussendlich werden wir 2028 das größte privat geführte, gemeinnützige Pflegewohnhaus in der Stadt Salzburg haben. Dieses Haus wird Maßstäbe setzen, wie in Salzburg Pflegewohnhäuser gebaut und errichtet werden. Und auf das bin ich besonders stolz, dass ich hier einen Teil beitragen dürfen.